Hi Leute! Wir sind wieder dabei bei diesem Spiel. Ein herzliches Hallo! Ich wollte eigentlich, dass die ja älter werden, die Teenagers. Aber ich glaube, die haben noch ein bisschen Zeit, ne? 2 Tage. Ja, gut. Was habt ihr denn? Sonja. Ja, dann geh doch mal duschen. Meine Liebe. 7 Uhr, die muss bestimmt gleich zur Schule. Ich hole dann, ich esse nebenbei noch einen Keks. Leckeren Schokokeks. Sag mal, welchen Level ist denn der jetzt mit Geschicklichkeit? Oh, 3. Oh Gott. Da brauche ich ja ewig. Und Nico? Auch auf 3. Mhm. Verbessern, komm. Da tut hier mal alles verbessern. Tschüss, Kinder. Viel Spaß bei der Schule. So, Sol. Und fleißig lernen, ne? Oh, die Gute muss zur Arbeit. Die muss auch mal mit Steven guten Kontakt haben. Dass sie denn so ein Techte möchte. Hallo Sensenmann, ja. Unterschiedliche Techtelmächte. Spielerleistung. Spiele einen Sim von der Geburt bis hin zu natürlichen Ableben. Das können wir gerne machen. Besitze einen Sim mit 12 oder mehr Merkmalen? Haha. Das haben wir ja. Hoffnungsloser Fall. Lass einen Sim 5 Ehepartner überleben. Ja. Ja, einen habe ich schon mal. Hab einen Techtelmechtel mit einem Gespenst. Älter und weiser. Auf das geht, wie ich komme. Hochschieden. Und nein, nee, ich mag keine Schieds. Na gut, viel Geld und Dings. Wäre es okay. Wenn mein Sim zum Beispiel vollgebackt ist. Und dafür dann Cheat benötige, dann ist wieder was ganz anderes. Als wenn ich, dass ich die ganzen Objekte freischalte. Finde ich ein bisschen scheiße. Ich meine, ich... Klar, kann ich auch andererseits den Leuten verstehen, dass die keinen Bock darauf haben. Kann ich nachvollziehen, aber ich mach das nicht. Ich find's ein bisschen scheiße.
Es reicht eigentlich, dass man zwei, drei Sheets hat, und das reicht. Nicht so viele. Hier bei Sims 3, da hat man auch. Oh. Ja gut, aber bei Sims 3, da musstest du ab und zu mal cheaten. Das war ab und zu war mal so ein Bug, da konntest du manche Sachen nicht erkunden oder entdecken. Das war scheiße. Das weiß ich noch. Sims 3 hatte ich mehr Ärger gehabt als Spaß. Am Ende, ne? Und Into the Future fand ich totaler Reinfall, ganz ehrlich gesagt. Into the Future war echt kein tolles Spiel. Oder Add-on. Meiner Meinung. Da waren die anderen Add-ons besser. Zum Beispiel Studentenleben, Inselparadies. Inselparadies war echt genial. Na gut. Sogar Reisenabenteuer fand ich echt klasse. Nur die ganzen Accessoires, die habe ich mir da nicht geholt, weil es mir einfach nur zu dämlich war. Sorry. Bei Sims 3, da habe ich das. Bei Sims 2 habe ich das natürlich alles gekauft, ne? Aber bei Sims 2, da hattest du bei Accessoires richtig viele Objekte. Nicht bei Sims 3 hast du, sag ich mal, 10 Objekte gehabt. Und dann zahlst du dafür 20 Euro. Nee. Never ever. Nicht mit mir, dachte ich mir. Gut, jetzt kriegst du Sims 3 Accessoires hinterher geschmissen. Zinnober. Nur den Key, aber. Nee. Sims 3 habe ich erstmal abgehakt. Erstmal die Schnauze voll. Hatte Es ist eigentlich ein geiles Spiel. Jabe. Nur da waren zu viele Bugs und das Gelegge hat mich genervt. Da haben die irgendwas falsch gemacht. Ich habe das ja gesehen, wie es bei mir im Spiel war. Und Sims 4? Nicht einmal am Laggen. Obwohl das eine neuere Version ist, ne? Aber egal, erzähl mal nicht mal mehr darüber. Sonst rege ich mich nur noch auf. Das wollt ihr nicht. Glaubt mir. Also ihr kriegt es ja mit, ich höre mich immer noch kränklich an. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich war ja krank, dann war ich wieder gesund, jetzt bin ich wieder krank. Scheiß Wetter. Wird immer schlimmer. Frühmorgens kalt. Und dann Nachmittag richtig arschwarm, wo du mit T-Shirt rausgehen kannst, obwohl wir schon Oktober haben. What the fuck? Ach ja. Und ich habe das neue Spiel getestet. Mein Freund zusammen, das ist Herr der Ringe. Das neue. Aber ich werde das nicht gangplayen. Nein, ihr könnt das vergessen. Mein Rechner wird das schon mitmachen, so ist das nicht, aber Gameplay tue ich das nicht. Da rege ich mich viel zu sehr auf. Ja, Half-Life habt ihr ja mitbekommen, ist jetzt erstmal Pause. Weil ich will erstmal Sims 4 ganz viel spielen, weil es ein neueres Spiel ist. Ja. Ja. Kommt darauf an, vielleicht wollt ihr auch gar nicht mehr Half-Life sehen. Müsst ihr mir einen Kommentar dazu schreiben, ob ihr Half-Life noch sehen wollt oder nicht. Deswegen mache ich auch diese Pause. Ja. Oh, diese scheiß Erkältung. Na, bist ja fleißig. Kriegst ja wieder bald dein Level ab, ne? Sag mal. Boah, 8 Stufen noch. Wow. Newlands. Was? Hast du es nicht geschafft? Doch, hat er. Oh, Grubel. Hat er. Kann er das auch verbessern? Was im Strike ging das? Going to Claude Azor, eh? Mehr Auswahl. Nö. Ach, der ist müde, der Kerl. Ach, Mann. Ist nur ein Pennen, Junge. Komm, du kannst Spiele spielen. Sims Forever. Ich würde auch überlegen, ob die auch ausziehen.
unten woanders hinziehen. Aber erst wenn die ganzen Teenager, sag ich mal, erwachsen geworden sind, dann würde ich gerne eine 2. Ja, nee, erstmal warte ich ja wieder, dass Miko wieder schwanger wird. Die soll ja ein Geistbaby noch bekommen. Wenn es überhaupt geht. Wäre schon geil, wenn es geht. Wir sind's 3. So. Wir geben ihnen jetzt erstmal mein Zimmer. Komm. Eine Werkbank, ja. Und dann lösche ich das. Denn der gute Steven, der kriegt schon sein eigenes Schlafzimmer. Das habe ich mir schon so bei gedacht, denn die sind eh nicht mehr so gut anzusprechen, die beiden. Kriegt er hier sein eigenes. Besser für ihn. Und besser für sie. Denn die Emma geht mir irgendwie jetzt auf den Senkel, würde ich mir mal meinen. Ah. Shishi. Komm wieder, Blümchen. Diese Trinkesobjekte können doch noch unten bleiben, ist doch egal. Eh sein Zimmer. So. Kann der gute Max hier schlafen? Die verstehen sich eh nicht, die werden sich auch trennen wahrscheinlich. Ach, er muss zur Arbeit. So. Gute kann auch mal was essen. Was verbessern? Ach, kann sie nicht. Sorry. Maschine wieder auffüllen. Ja, mach mal. Und mixen üben wäre gar nicht so schlecht. Öffnen. Ach, was lesen. Bücher aufräumen. Aber warum auch nicht? Und lesen. Ne, Emma. Besser, ihr trennt euch. Ihr seid sowieso ein bisschen bescheuert. Ihr hättet sowieso keine. Hallo, jetzt macht sie sich wieder ins Safe. Ich war auch so eine Maschine. Oh, ich mache jetzt demnächst einen Kuchen, was aussieht wie eine Pizza. Ein Geburtstagskuchen ist das. Ich versuche es.
Und nein, ich werde es nicht aufnehmen. Ich backe sehr gerne Kuchen. Ja. Sehr, 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 sehr gerne. Meine zweite Leidenschaft. Das Zocken und dann noch Kuchen backen. Ja. Ich habe jemanden gesehen, der hat eine Pizza gemacht, was aussieht wie ein Kuchen. Also auch Pizzakuchen. Und ich will aber Kuchen-Pizza machen. Ach, ich finde keinen, der schon mal sowas gemacht hat. Schlimm. Lehren. Oh, du so. Ups. Auffischen. Leeren. Dann kann sie Weltall erkunden. Warum auch nicht? Hat sie eigentlich frei oder warum? Ah, sie hätte. Okay. Und die gute Miko kommt wieder nach Hause. Ja, die restlichen Teenager. Die bleiben alle hier in diesem Haus. So, kommt, ihr könnt alle. Schlafen gehen. Unsere Miko ist auch müde, oder was? Oh Gott. Aber richtig. Nicht gegen Müdigkeit. Ah, fuck. Ist so viel. Komm, Miko, mach mal hin, ne? Voll geiler Handtuchhalter. Voll episch. Eine Kugel in dreieckigen Formen stecken. Aha. Ich würde eher eine runden Form bevorzugen. Hut aufsetzen. Hut untersuchen. Hätte ich aber auch machen können. So, du willst was spülen und kannst gleich was spülen. Erstmal was essen. Warum steht die jetzt? Bist du Gaga? Den Stuhl setzen oder neben den Stuhl setzen? Genau, ich sitze auch nur neben den Stuhl. Es kann was Schönes machen. Speck. Törtchen, oh ja. Die Emma ist wieder da. Ich hab's gewusst. No be or miss. Ach, zur Arbeit gehen. Okay, dann geht's zur Arbeit. Oh, jetzt ist was gespürt.
kann ich das jetzt kaufen? Oh ja. Das brauche ich für immer. Energie, los. Hihi. Ah, nicht flirt. Los, komm, trink deine Energie. Und dann will ich zusehen, wie du daddelst. Energie, jetzt wieder. Sie freut. Oh, was war das für eine Energiescheiße? Du doofe Miko. So. Hausaufgaben machen, kleiner Mal. Spiele spielen. Sims Forever. Jetzt geh schlafen, los. Bevor du spielen tust, gehst du nochmal auf Toilette. Mein Gott. Ja, so ist das. Oh, das oh. Komm. Du kannst mal Weltraum erkunden. Und die haben bald Geburtstag. Wie geil ist das denn? So, Leute. Wir beenden diese Folge für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Susul. Und Max. Sagt auch Susul. Hallo. Genau.